Was, die anderen? Man soll sich um die anderen sorgen? Ach, Blödsinn. Was jucken mich denn die anderen? Was juckt mich denn das Schicksal von anderen Leuten? Ist doch hier. Nicht von beiden Seiten auf einmal hier. Sollen die Niederländer doch gucken, wie sie klarkommen? Nicht mein Problem. Und wie sollen wir bitte darüber kommen? Da ist ein Krähenschnabel. Es ist mitten auf dem Wasser. Wie stellst du dir das vor? Wenn wir wissen, wo die Steine liegen. Ah, verstehe. Ja. Ach, die werden es überstehen, denn dann werden... Jetzt werde ich angegriffen, während ich Mordis Kommentar vorlesen will. Skandalös hier. Angreifen, während ich Kommentare vorlese. Das gibt's ja kaum. Skandalös. Hier rüber. Ach, ein verdammtes Rattennest. Ach, die werden es überstehen. Die werden die Deiche halt 2 Kilometer hoch. Oder sie ziehen sich so viel durch, dass sie lernen, Wasser zu atmen. Ganz genau. Pumpkin Jack funktioniert das sehr gut mit den Brücken. Ich habe jetzt hier neulich bei Gronkh gesehen im Let's Play hier des Spiels, gerade Assassin's Creed Valhalla. Da habe ich das gesehen, da gibt es ja diese Achtung, Spoiler zu Assassin's Creed Valhalla. Kurz mal weghören, wenn er nicht gespoilert werden will. In Assassin's Creed Valhalla gibt es ja diese utopischen, das heißt utopischen, hier postmodernen, die auch so ähnlich, das hat mich gerade sehr daran erinnert, da gibt es doch diese Sequenzen, wo man mit dem Zukunfts-Ich, mit dem modernen Menschen dort langlaufen muss, wo man sich dann dort um auf der, auch so Bugs irgendwie, wo man da über Bug-Geschichten laufen muss. Okay, da konnte ich noch nicht rüber. Das finde ich an dieser Geschichte mit dem Bug, mit den Bugs dort. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, warum die das dort, warum zum Henker das dort reingehört. Und B finde ich es gar nicht schön. Also ich finde es stört mich irgendwie so ein bisschen. Also ich meine, Gronkh findet es sehr gut, aber ja. Also vielleicht können wir den wieder umdrehen hier. In die andere Richtung damit vielleicht. Irgendwie nicht. Außerhalb von Animus oder die lustigen Jump and Run Sequenzen, die einfach da sind, um da zu sein oder die Immersion zu zerstören. Ja, dieses, wo es dann auf einmal glitscht, wo dann auf einmal hier überall, wo
es dann so aussieht, als wäre die Welt irgendwie als wäre das Spiel festgehauen. Als wäre da irgendwie ein Grafik-Bug drin irgendwie. Das passt mir irgendwie nicht. Und generell auch dieses mit dem modernen Menschen, dass die das dann irgendwie hier außerhalb des Anime muss, dass man da irgendwie. Ich fand die Illusion so schön, dass man einfach die Wikingerfrau spielt oder den Wikingermann, je nachdem, was du das dann machst, dass du dann halt einfach der Wikinger bist. Das zerstört halt so ein bisschen, das bringt dann halt raus. Wenn man es am Anfang gemacht hätte, wir reden jetzt hier off-topic über ein anderes Spiel, sorry dafür, aber ist mir jetzt halt einfach eingefallen. Ich meine, wir haben hier eh schon so viele Spiele und Filmreferenzen, deshalb geht das hier. Es geht ja klar um das Spiel. Ich finde, wenn man das. Ach Kacke, der ist rüber geschafft. Die Jump'n'Run-Szene, das ist ja auch irgendwie. Wird auf einmal ein Jump'n'Run raus. Finde ich auch unnötig. Also, wenn man es von Anfang an erklärt hätte, wenn man in der ersten Szene schon gesagt hat, okay, du bist ein. Wenn man den modernen Menschen sofort vorgestellt hätte und gesagt hätte, du bist der moderne Mensch und du legst jetzt in diese Avatar, ist ja diese Avatar-Höhle irgendwie, ist wieder wie hier der Film, der Kinofilm Avatar, diese blauen Menschen, wer es nicht kennt, nachholen. Sekunde. Hier kurz mal ein paar Feinde ausschalten. Hier gibt's einen Schädel. Ach, dafür ist das hier da. Interessant. Wenn man es gleich am Anfang eingeführt hätte, dann hätte man sich dran gewöhnen können. Dann wäre es vielleicht toll gewesen. Und dadurch, dass das erst später dazukommt, dann wirst du damit überrumpelt. Dann wird dir gesagt, jetzt bist du plötzlich moderner. Jetzt ist das alles gar nicht echt, was du bisher erlebt hast. Wo du hast dich jetzt in die Person, in den Charakter eingefühlt, du hast jetzt Gefühle zu dem entwickelt, keine Ahnung, wie man das nennt. Du hast dich jetzt vielleicht mit dem Hauptcharakter identifiziert, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Charakter. Dann sage ich dir, das ist alles gar nicht. Es ist alles gar nicht echt, das ist alles nur Spaß, das ist hier alles nur eine Simulation und ich fühle mich da verarscht. Kann jetzt jeder anders sehen, dem Gronkh gefällt das sehr dolle, hat auch schon in seinem Let's Play erzählt, dass er das mag. Ich bin halt nicht Gronkh, ich habe da eine andere Meinung. Das auch mit der Meinung bin ich übereinstimmen. Oh Kacke, was passiert denn hier gerade? Ich gehe ja schon wieder drauf. Ein bisschen Heilung hier. Vielleicht. Jetzt haben wir alle Brücken hier fertig gemacht. Jetzt nicht wieder sterben. So, Sekunde, ich lese deinen Kommentar gleich vor, Mori. Ich muss mich hier bloß gerade mal konzentrieren, dass ich mal ankomme. Netfunkzauberer, dass er extra für uns Brücken aufstellt. Ja, da sagst du was. Ich möchte ja ungern ausfallen werden, aber leider sind die Gäste hier nicht erwünscht. Und nichts gegen die Hauptstory, die ist großartig, nur die Spiele sind schlecht. Okay, da kam noch vorher was. Wir haben sie nur drin, weil es Assassin's Creed 3 einmal eingeführt wurde. Und das Zeug in der Realität sind für die Story wichtig. Ist eben komplett zusammenhängende Story.
Ja, ich bin halt erst bei Part 7 oder Part 8. Ich glaube, bei Part 8 bin ich gerade erst bei Gronkh. Ich hole das langsam nach. Hier mal speichern. Das mit der Einführung von Animus und so war ganz am Anfang in der Desmond-Trilogie und ist schon echt nur halt in der Vergangenheit, was über genetisches Gedächtnis abgerufen wird. Ja, Vergangenheit so verschiedene Zeitlinien. Also ich mag's nicht. Kann ja sein, dass es Leute mögen, aber mir gefällt's nicht. Ich fände das Spiel cooler, wenn es dadurch, dass ich auch kleine ich sehe, das ist das erste Assassin's Creed Spiel, was ich überhaupt irgendwie sehe, weil ich mich bisher nicht interessiert. Weil es mit den Wikingern war, ne, war habe ich das jetzt erstmal. Habe ich es nur angeguckt. Selber spielen werde ich es auch überhaupt nicht. Ist gar nicht so mein Ding. Oh, Zwischensequenz. Oh, da müssen wir mit Bomben hochgehen lassen. Ja, wie gesagt, meins ist es nicht. Ich reg mich da nur drüber auf. Das ist da. Gefällt mir absolut nicht. Ist halt eine Schwäche des Spiels, wie ich finde. Ich finde es schlecht. Zerstört für mich die Illusion davon, dass man halt als Wikinger oder Wikingerin unterwegs ist und dort das Dorf retten will und so weiter. Das macht es halt so ein bisschen. Bei Avatar hat es nicht. Also, um halt Avatar, damit ist ja direkt eine Avatar-Anspielung. Ne? Du legst dich auch in so eine. Ist irgendwie ein bisschen Avatar-ähnlich. Und legst halt in so einen Kasten rein und wirst dann zum Wikinger. In Avatar ist das ganz cool. Also in Avatar finde ich das ganz. Was? Weihnachtsbäume? Verzauberte Weihnachtsbäume. Eingreifende Weihnachtsbäume. Das zum Henker. In Avatar war das super. Das war. Und hier im Pumpkin Jack hat es ja auch nicht gestört mit diesen Zauberbrücken. Da passt es ja rein. Also wenn es reinpasst, und dann Avatar wird es ja direkt am Anfang vorgestellt. Da bist du ja erst. Das ist ja kein, bist du nicht, aber da ist der Typ, der Charakter, der als erstes vorgestellt wird. Das ist ja ein Mensch, das ist ja ein echter Mensch. Der schlüpft dann in die Rolle, der geht dann erst dort rein. Das, so rum ist das halt dann. Dann ist es in Ordnung, wenn dir von Anfang an gesagt wird, okay, du bist jetzt ein Mensch und wirst jetzt zum Tier dadurch. Verstehst du, Moni? Du solltest, um alles zu verstehen, Animal HC. Ich wollte gerade Animal Crossing sagen, aber Assassin's Creed. Animal Crossing wird auch mit AC abgekürzt. 1 bis 3, 4 Syndicate, weil gutes Spiel, Origins und Odyssey kennen. Nee, brauche ich gar nicht. Interessiert mich auch nicht zu sehr. Ich würde das Let's Play von Valhalla Dings. Assassin's Creed Valhalla. Bei Gronkh zu Ende gucken und dann hat sich's auch bei mir. Also das ist. Ich werde selbst nicht spielen und so viel Interesse ist daran nicht. Also das ist. Ja. Ist schön, das beim Gronkh als Let's Play zu gucken. Weiteres Interesse ist dann auch nichts da. Was zum Henker, die scheiß Tannenbäume. Sorry für alle, die das jetzt scheiße finden, dass wir so lange über Offscreen-Themen sprechen. Ja, hat mich halt gerade sehr daran erinnert, weil wir halt diese Brücken gerade hatten. Das hat mich daran erinnert. Und ich finde es auch nicht falsch bei dem Projekt hier. So viele Anspielungen wie das Theater. Ist das nicht allzu falsch? So ein bisschen Heilung. Die Gegner sind hier doch ein bisschen übermächtig. Verzauberte Weihnachtsbäume. Sachen gibt's. Ist doch nicht alle auf einmal. Ich verrecke hier schon wieder.
Nein. Lass mich doch in Ruhe. Kein Schnabel. Heilung. Jetzt könnt ihr. Aber jetzt denn bitte. Meine Fresse. Vielleicht einfach ins Feuer locken. Meine Fresse. Du willst doch nur Wikinger saufen, rauben, Brandschatzen sehen. Okay, jetzt habe ich gerade nicht hingeguckt, was ich gemacht habe. Ein HP noch. Bakir. Gib's zu. Ja, ich gebe es zu, dass ich nur Wikinger sehen will. Wikinger sind cool. So. Weiter geht's. Spiel wird gespeichert. Wir sind die letzte Verteidigungslinie des Zauberers. Hier ist Schluss für dich. Nochmal ein bisschen Brand. Brand verursachen. Also wenn ihr Skelette die letzte Verteidigungslinie seid, dann weiß ich auch nicht. Hübsches Weihnachtsdorf hier. Von mir in Brand gesetzt. Hier können wir noch bestimmt hoch. Die Tannenbäume sind schon mächtig, das ist hier. Da merke ich hier schon was. Und die Skelette, die Ritter meine ich, die waren mir noch nicht so mächtig. Der scheiß Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Deine Nadeln. Hohoho, wer ist denn da? Der Weihnachtsmann. Juhu. Setz den doofen Brand. Ein lieber guter Weihnachtsmann. Schau mich nicht so böse an. Zack. 21. Gibt's da bestimmt noch irgendwo keinen Schnäbel. Oh, hier gibt es einen Händler. Jetzt können wir uns jetzt was leisten. Ah, Jake, alter Kürbiskumpel. Willkommen. Bin ich nicht mal am verflixten Nordpol vor dir sicher? Wie hältst du es hier überhaupt aus? Ausgetrocknet war ich ja schon, jetzt bin ich eben gefriergetrocknet. Du hast es also geschafft. Was jetzt kommt? Das große Finale. Sieht ganz danach aus. Hihi, das ist doch die Gelegenheit, ein bisschen was für eine hübsche Haut springen zu lassen. Dein Ernst? Die Welt steht kurz vor dem Untergang und du machst noch Werbung für dein Zeugs? Was machst du überhaupt mit den ganzen Krähenschädeln? Ganz grauenerregende Dinge. Noch schlimmer als Leichen auszubuddeln und ihre abgezogenen Häute zu verticken. Genau, und jetzt hör auf, doofe Fragen zu stellen. Und schau dich um, sonst zeige ich dir diese grauenerregenden Dinge vielleicht doch. Ja, sehr gutes Skelett. Und für den müssen wir noch sparen. Bussard. Erstmal den Skelett ausrüsten. Sehr gut. Skelett-Check. Dann eigentlich schon das Vinland Pen and Paper bei Funk gesehen. Oder auch nicht so deins. Pen and Paper habe ich mal bei hier. Wie heißen sie hier? Fällt gerade hier Rocket Beans. Ich glaube Rocket Beans waren das. Bei denen habe ich das mal geguckt. Bei denen habe ich Pen and Paper mal geguckt. Das fand ich ganz schön. Das hat mir gefallen. Pen and Paper von Rocket Beans. Das hat mir außerordentlich gefallen. Das hat
Wir fürstlich sind gemundet. So, schaffen wir das hier noch? Oder ist das hier schon das Endlevel? Sind wir schon im Endgame? Klopf, klopf. Ho, ho, ho. Wer ist's da? Oh nein, der Weihnachtsmann. Genau der, ho, ho, ho. Dann musst du Jack sein. Ich habe gehört, dass du sehr unartig warst. Ach, das war bisher gar nichts. Also lass uns lieber durch, Bartfratzer. Ho, ho. Und was, wenn nicht? Auf meiner Liste hier belegst du den ersten Platz, Jake. Ich warne dich, lass mich durch. Damit du Unheil über die Welt bringen kannst und damit auch die guten Kinder bestrafst. Oh, niemals. Der Zauberer hat mir Kräfte verliehen, um dich aufzuhalten. Oh, hat er das? Nun ja, dann tu, was du nicht lassen kannst, alter Mann. Hahaha, ha, ha. Als ob ich Zeit für so etwas Belangloses hätte. Ich muss Spielzeug herstellen. Du stellst also lieber Spielzeug her, anstatt mich davon abzubringen, die Welt in den Abgrund zu stürzen? Noch nie was von Kapitalismus gehört? Hohoho. Hm, wenn du nicht rauskommen willst, komme ich eben rein. Ja, können wir hier mal kurz speichern? Ich würde es, glaube ich, dann nämlich auf den nächsten Part verschieben. Scheint mir nämlich wieder Richtung Bosskampf zu gehen. Hier irgendwo ein Savepoint in der Nähe. Weil die 2 Stunden Spiele sind jetzt langsam mal vorbei. Ich brauche mal eine Pause. Eine Aufnahmepause, eine Streampause. Ich will den Stream beenden. Ja, die richten das dort auch aus. Gibt ja einige coole Spiele von denen. Also von Rocket Beans bei Funk. Ah, okay, ja. Heute ein bisschen viel off-topic gewesen. Nichts, sorry dafür. Das gehört in den Stream rein, in den Stream-Let's Play. Live-Let's Play. Finde ich in Ordnung. Halte ich nur für richtig. So, save the point. Irgendwo. Wäre mir recht, wenn ich irgendwo speichern könnte. Hat da jemand einen Savepoint für mich? Sieht schlecht aus. Der Kapitalismus-Joke von Santa ist echt gut. Nein, kein Bosskampf, sondern ein Minigame. Dann machen wir das Minigame vielleicht noch. Vielleicht kriegen wir danach einen Speicherpunkt. Weil hier sieht es gerade schlecht aus mit Savepoints. Nach dem Minigame könnten wir vielleicht einen Savepoint kriegen. Sieht gut aus. Eigentlich ja. Dann machen wir mal das Minigame. Vielleicht kriegen wir das heute noch gebacken in 5 Minuten. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Oh, Weihnachtsmann. Sogar der Weihnachtsmann steht auf der Seite des Zauberers. Und sind wir jetzt die bösen Jungs? Wäre seine explosiven Geschenke ab und jagt die Werkschaft in Werkstatt in die Luft. Sekunde. Ah, hier muss das Dreieck rein. Das Viereck. Das ist gut, das Dreieck. Spiel mit den Formen. Kreis. Viereck. Dreieck. Das wird doch nichts. Formenpuzzle. Sehr gut. Und rein damit. Und Kreis. Das Runde muss ins Runde. Achso, ich muss den Ding ins Voll kriegen. Das ist ja schrecklich. Das sieht natürlich wieder, wenn ich es verpasse. Das ist ein schreckliches Minispiel. So gerade rein schaffe ich es. Das ist nicht die Schwierigkeit. Der Kreis. Sehr gut. Ach, verdammt. Verdammt, es geht doch besser. Nein, verliere schon wieder alles. Das dauert hier wohl noch ein bisschen.
Wenn wir Glück haben, treffen wir die richtigen Formen an den richtigen Stellen. Und jetzt müssen wir halt ein bisschen schräg zielen können. Die Werkstatt erholt sich aber immer wieder durch die Magie des Zauberers. Und immer nicht permanent reinzielen. Dann wird das nichts. Ja gut. So viel dazu, wir schaffen das jetzt noch schnell. Einer davon wenigstens. Das ist ja, schlimm hier. Ja komm hier, Dreieck. Ja komm, Dreieck. Rein da und Viereck. Sehr gut, und Kreis. Lerne die Formen mit Santa. Genauso, Jack. Musste mir nicht sagen. Ich habe schon gelernt. Ich kenne die Formen schon. Halt den Mund quer. Na komm. Es wird wahrscheinlich nicht einfacher hier. So, hier. Rein damit. Die Werkstatt auseinandernehmen. Nein! Nicht jetzt. Wir haben es doch schon fast. Ist nicht ein... Orientierung verlieren. Nicht die Konzentration verlieren zum Schluss hier. Na komm, rein mit dir. Das Dreieckige muss ins Dreieckige. Nice. Ja, das Minispiel ist übel und 100% der Speedrun-Killer des Spiels. Ja, alle Minispiele. Auch das mit der Glocke mit Howling Lucas, das Ding ist... Angeschafft reingeschaltet, das schlechteste Archiv mit überhaupt. Ja, hier mit Howdy Lukas hier, der Maul, das Spiel, das war auch nicht schlecht. So, hier mal gespeichert. Ich mach mal den im nächsten Part weiter. Im nächsten Stream. Da mich nach oben, sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Wir sehen uns im nächsten Part, in der nächsten Aufnahme, im nächsten Stream wieder. Ja, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, habe ich schon gesagt. Glocke aktivieren. Man sieht sich. Bis dann und ciao.